Servus Leute, kommt bei mir an Rage in einer weiteren fabelhaften Folge Valheim. So, heute könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, Leute. Denn heute gehen wir Boss. Ja, wir gehen Boss. Boss. Ach, das wird so lange dauern, Leute. Das wird auf jeden Fall die ganze Folge. Das ist meine Ausstattung bisher. Soweit werden wir gehen. Und ich habe aus dem letzten Video, natürlich habe ich es mir nochmal angeschaut, blablabla. Und Leute, es tut mir leid, dass die Videos gerade inzwischen so alle zwei Tage eher kommen, weil ich habe versucht, die Qualität der Videos hochzustellen und dadurch ist die Dateigröße um einiges größer geworden. Und jetzt ist das Problem, dass die mit meinem Internet einfach über einen Tag brauchen, bis ich sie hochladen kann. Ich versuche schon, den PC über Nacht laufen zu lassen, aber die tauchen einfach zu lange und ich kann den nicht die ganze Nacht laufen lassen. Ich muss den auch irgendwann mal abschalten, Leute, das geht nicht. So, auf jeden Fall, das ist meine Ausrüstung, mit der wir es angehen werden. Ein Haufen Froschpfeile auf jeden Fall für die Seeungeheuer. Ich hoffe, ich kann euch zeigen, wie ich eins killen kann. Auf jeden Fall, ansonsten die Materialien für ein Portal, für eine Werkbank, dass wir, sobald wir auf der Insel sind, sofort anfangen können, das Portal aufzustellen. Und uns damit nett rumärgern müssen. So. Verschwänzler. Und ich habe alle unsere Schlangenhautstücke in einen Eintopf. Ich nehme jetzt mal 3 mit, mein Gott. Falls so ein Seeungeheuer kommt, werden wir Ausdauer brauchen. Ja, also komm jetzt. Also, so geht's ja nicht. Hör auf, mir in den Weg nahe zu laufen. Oh, bitte lass es reichen. Schwimmen Stufe 8, Leute. Ne, kein Problem. Also, gehen wir rein. Haben wir hier noch irgendwas im Storage? Ich glaube nicht. Perfekt. Also, unser Boot ist volle Gesundheit. Perfekt. Also Leute, dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Das wird eine echte Weile dauern, Leute. Bis später. Leute, ich habe gar nicht gemerkt, aber mein Bogen leuchtet. Guck mal, wie geil der schimmert. Richtig nice. Oh Gott, der lag. Geil. Das finde ich cool. Cooles Feature. Ja, wir versuchen hier wegen schnell rumzukommen. Müssen wir erstmal gucken, ob wir hier durchkommen überhaupt. Habe ich noch nicht versucht, Leute. Und dann müssen wir einen ganz langen Weg darüber. Wie gesagt, Seeungeheuer habe ich eigentlich keine Angst mehr von. Ich hätte gerne eins, um euch zu zeigen, dass es geht. Ja, da ist doch eins. Ja, easy, Leute. Easy. So, du wirst jetzt genascht, du kleines Sackgesicht. So, weg hier. Wo ist es? Yes, Leute, wir haben's. Oh, wir haben die falschen Pfeile ausgeschüttet, Leute. Wir brauchen Froschpfeile. Wir brauchen Froschpfeile. Hopp. Scheiße. Ach, komm schon. Hä, wieso hast du nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Jetzt da! Guckt euch, Leute, die friert einfach fest! Die friert einfach fest, wie geil! Zack! Warte, wir müssen mal das Ruder. Wir bleiben stehen! Wir bleiben stehen! Halt, 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 wir bleiben stehen! Komm her! Wo ist sie hin? Was? Was? Bin ich jetzt zu nah an der Insel dran? Scheiße, scheiße, scheiße! Ah. Komm her jetzt! Die hat noch nicht einmal mein Boot angegriffen, Leute, das ist richtig gut. Ich muss eh in die andere Richtung. Scheiße. Oh, jetzt ist die. Jetzt ist die ja nur weggekommen. Echt unglaublich. Hätte die Harpune nur mitnehmen sollen. Ja, es ist keine gute Idee, wenn man die zu bekämpft. Ich sollte einfach stehen bleiben. Nicht fahren. Das ist keine gute Idee. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Diesmal jag ich dich. Jetzt reicht's mir. Diesmal jag ich dich, bis du tot bist. Wo ist sie hin? Wo ist sie? Oh, ich sollte vielleicht meine Kamera mal rausmachen wieder. Oh, jetzt wird's auch noch neblig. Ach, komm schon. Das ist unfair. Ich hatte dich fast. Ist sie das? Ja, das ist sie. Perfekt. Bam. Komm her und zack. Und zack. Ach, komm schon, das ist unfair. Nein, das war mein Boot. Komm her jetzt. Ach komm, unter mein Boot. Unter mein Boot. Du Sackgesicht, echt. Na und. Zack.
Fuck, wir haben sie, Leute. Wir haben sie, sag ich doch. Und unser Boot ist minimal beschädigt. Minimal. Wir holen uns jetzt das Fleisch. Auf jeden Fall holen wir uns das Fleisch, Leute. Was soll man sonst holen? Also mir macht das gar nichts mit dem, dass die uns ein paar Mal getroffen hat. Wir können locker einfach an Land fahren, eine kleine Werkbank bauen und die... Und unser Schiffli dann wieder reparieren. So, haben wir es doch. Würde ich sagen. Ah, halt. So. Und hopp, mein Fleisch, mein Fleisch. Ah, Leute, ich weiß, ich habe es bei Tag schon mal gesehen. Eigentlich droppt das Seeschlange mehr als nur dieses Fleisch. Aber wir kommen da nicht hin. Weil das schwimmt nicht. Das ist unten auf dem Boden. Wie soll ich da hinkommen jetzt? Also, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Taucheranzug, so einen Wikinger-Taucheranzug. Keine Ahnung. Aber momentan wird das leider nichts. Außer wir locken die irgendwie an Land oder ziehen die an Land. Aber das ist auch so ein Ding. Da muss die Seeschlange auf jeden Fall in der Nähe vom Land sein, weil sonst... Mach dir nur dein Boot kaputt, bevor du an Land gezogen hast. Ja, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen, gell? Machen wir mal die Minimap ein wenig größer, dass wir sehen, wo wir hinwollen. Oh, bitte keine Steine. Keine Steine, bitte keine Steine. Okay, gut. Geil. Leute, wir haben unsere erste Seeschlange gemeinsam gekillt. Ja, das kann ich schon mal in mein Storage rein tun. Perfekt, weil das wiegt einiges, muss ich sagen. Das wiegt auf jeden Fall einiges. Ah gut, Leute, wir sehen uns, sobald wieder was passiert. Bis gleich. Oh Leute, Leute, normal. Lass mal. Wo ist sie? Da ist sie, Leute, wir haben sie. Und nochmal eine. Jo. Und... Zack! Nein, verdammt! Oh, wir haben keine... Oh, Leute. Oh, das war eine dumme Idee. Wo ist sie hin? Verdammt! Ich wollte das unbedingt, was sie fallen lässt! Verdammt! Ah, jetzt ist sie weg. Das war so knapp, Leute. Oh, es war so... Die hat nicht einmal unser Boot angriffen können. Oh, es war so knapp, ich hätte fast noch mehr Schlangenfleisch gehabt. Die war genau unter meinem Boot, wenn sie... Wieso hat der Pfeil nicht getroffen? Oh, Mann. Ja, die ist weg. Keine Ahnung, wohin die ist. Sollen wir sie verfolgen? Ich weiß ja nicht. Ja, die verfolgen wir. Scheiß drauf. Ich lasse kein Seeungeheuer leben. Ist mir scheißegal. Da ist sie. Wir haben sie. Oh, ihr habt irgendwas eingesetzt, was ihr nicht einsetzen wollt, aber okay. Ist sie tot? Wir haben sie! Wir haben sie! Halt! Umdrehen! Wir haben sie! Jo! Gleich die zweite Seeschlange heute. Perfekt. Ich rotte die alle aus. Die haben mich so genervt. Ich rotte die alle aus. Ist mir egal. Ah, gut. Und nochmal eine Seeschlange auf meinen Namen. Ich hab mir gedacht, na, vielleicht ist es gar nicht so gut, dass wir jedes Seeungeheuer killen, was wir finden, weil wir brauchen die Froschpfeile. Also wenn uns dann irgendwann die Froschpfeile beim Zurückfahren ausgehen, dann ist scheiße, Leute. Dann ist richtig scheiße, weil dann sind wir richtig am Arsch. Weil das Seeungeheuer, ich weiß nicht, ob wir nur mit Obsidian... ja, okay, mit den Obsidianpfeilen wird es wahrscheinlich auch gehen. Unser, boah, das wird eine ends lange Fahrt, Leute. Quer über den Ozean und wir werden wahrscheinlich einen Haufen Seeschlangen begegnen. Ich habe mir auch gedacht, scheiße, dass sie keine Spitzhacke mitgenommen haben, weil wir werden wahrscheinlich auch auf ein paar Krustentiere stoßen, die wir jetzt natürlich nicht mehr abfahren können, leider. Tja, Pech gehabt, Leute. Aber bisher ist noch nichts so aufregend. Oh, da ist eine Insel. Da ist eine neue Insel, Leute. Was ist da? Eine kleine Insel. Ist auf jeden Fall eine kleine Insel. Dass du jetzt genau auf unserem Weg liegen musst, ist jetzt natürlich ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Ist das ein Kruschentier? Das ist doch ein Kruschentier, oder? Das da hinten, Leute, oder? Das sieht so komisch eckig aus. Und da hinten ist auch nochmal irgendwas. Leute. Ja, schon wieder Schluck auf. What the fuck? Das ist da gerade erst auftaucht.
Das ist da echt gerade erst auftaucht. Okay. Er wurscht. Ist ja wurscht. Einfach neben mir auftaucht. What the fuck? Hoffentlich taucht es nicht unter uns mal auf, weil das wäre richtig scheiße. Hoffen wir es mal nicht. Oh mein Gott, Leute, schaut euch diesen Berg an. Oh mein Gott, ist der riesig. Oh mein Gott, ist der groß. Ich glaube, da werden wir hingehen. Also, was heißt hingehen? Ich werde da kurz ein Portal aufstellen, dann wieder zurückgehen, nochmal Sachen für ein Portal holen. Also, boah, der ist ja riesig, der Berg. Krass. Vielleicht ist da noch irgendwas Besonderes. Und vielleicht ist der ja nochmal ein Boss oben, Leute. Hm? Wir wissen, dass uns nur ein Boss angezeigt wird. Wir wissen nicht, ob das der einzige Boss ist. Das mal davon abgesehen. Aber wow, das ist ein extrem großer Berg. Krass. Da gehen wir mal hoch. Müssen wir nur gucken, wo wir stehen bleiben, Leute. Am besten hier unten im Grasland. Ist zwar etwas weit weg vom Berg, aber wenigstens sicher. Oh, jetzt muss ich nur sicher an Land kommen hier mal. Ist extrem groß. Wie viele Sullinkerne haben wir dabei? Wir haben auch nicht genug Edelholz. Obwohl, das Edelholz könnten wir uns hier schnell beschaffen. Da sehe ich aber, okay. Ah, geh mal ein wenig weg von dem Land. Nicht, dass du hier irgendwie Scheiße baust. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Komm her. Komm her. Zack. Oh, es war ein Sterneschwein. Ja, okay, das hätte ich niemals rumgebracht. Niemals. Wie hätte ich das auf mein Schiff bringen sollen? Ja, okay, wäre wahrscheinlich irgendwie mit einer Treppe gegangen oder so, aber what the fuck? Das hätte mich da die ganze Zeit angegriffen und mein Schiff angegriffen. Nee, 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 so machen wir das nicht da. Aber ich kann Fleisch brauchen, also. Zack. Her damit. Und Leute, ich habe was anderes gemerkt. Gegner hauen vor uns ab. Ich war vorhin auf dieser kleinen Insel und habe mir kurz noch mal eine Bienenkönigin genascht. Und ich habe gemerkt, so kleine Necks, also alle Necks, da war sogar ein Zwei-Sterne-Neck dabei, glaube ich, weil der war irgendwie ganz komisch lila. Der ist einfach abkaut. Die sind alle abkaut von mir. Auch die Graulinge, die kleinen hauen ab. Die da, guck mal, Leute. Warte. Ja, okay, schlechtes Beispiel. Du bist ein echt schlechtes Beispiel. Du bist auch ein schlechtes Beispiel, scheiße. Okay, falls es irgendwann mal vorkommt und ich krieg's auf Kamera, dann zeige ich euch es auf jeden Fall. Weil die Necks sind einfach weggerannt von mir. Die sind einfach ins offene Meer rausgeschwommen, als ich sie killen wollte, weil ich wollte ein paar Schwänze farmen. Ja. Also Leute, ich gehe mal kurz. Wir sind immer noch im Grasland. Okay, ich glaube, ich stelle hier mein Portal auf. Sind wir wegen weiter drin. Und direkt am Gebirge ist okay. Ist echt riesig. Okay, also hier unten machen wir unsere Portalien. Irgendwo safe, hätte ich ja gesagt, aber es gibt keinen safen Platz, Leute. Den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Was ist hier? Eine kleine Hütte, auch nicht schlecht. Sieht gemütlich aus. Unser Portal bauen wir einfach auf die Hütte hier drauf. Das wird schon. So, also als erstes mal eine Werkbank. Die kommt hier hin. Und dann bauen wir uns. Nein! Nein! Sorry, Leute. Fuck. Ich hab doch vorhin so ein Crawling. Fuck! Okay, Leute, ich farm schnell. Ich hoffe, ich schaff's hier 10 Augen zu farmen, weil das wird ein wenig länger dauern. Verdammt, daran hab ich nicht gedacht. Daran hab ich nicht gedacht. Verdammt, ich sollte in der Nähe von meinem Boot bleiben, nicht dass da irgendwas passiert. Da guck, woher kommt der Schleim? Ist hier? Hä? Bin ich jetzt falsch rumgelaufen? Bin ich jetzt, hä? Okay, ich bin. Okay, hier ist dann schon Sumpfland. Oh, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber okay, wir gehen nochmal weiter. Scheiße. Da ist gerade irgendwo ein Wildschwein gestorben. Ohne mein Zutun. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, tja, okay, gut. Das war mein Zutun, das hat mir gefallen. Ja, ist okay, wer ist da? Wer ist da? Tschüss. Ah, gut, Leute, also ich werde mal gucken, dass wir jetzt Augen farmen.
Und dann sehen wir uns wieder. So, Leute, wir haben genug. Also, zum Glück war da hinten irgendwo nur Schwarzwald. Das war perfekt. Da haben wir dann einfach ein paar killen können. Das war easy. Geht das überhaupt, wenn ich das da draufstellen will? Ist das überhaupt machbar? Jo, easy. Tisch können wir das auch schon wieder abbauen. Das Holz brauchen wir dann eh. Zack, weg damit. Und wir gehen jetzt schnell nach Hause und packen das ganze Zeug weg, holen uns auf jeden Fall noch eine Spitzhacke mit, weil das ist nützlich. Und dann nehmen wir uns... Ne, eigentlich muss ich gleich nochmal ein Portal machen jetzt dann, weil das muss ich jetzt dann wieder benennen und dann... Scheiße. Okay, Leute, wir sehen uns, sobald das alles gemacht ist. Bis gleich. Ah, so, Leute, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben unser Portal umbenannt, Gebirge 2, warte mal. Da gehen wir jetzt schnell durch, setzen da kurzes Icon hin und benennen das gleich. Das habe ich auch in der Zwischenzeit offline kurz gemacht. Da an jedes Portal, wo wir hingesetzt haben, auf der Karte kurz beschriftet, dass wir wissen, da ist es und das ist damit gemeint, weil ich bin selber irgendwann durcheinander gekommen. Da machen wir da Gebirge 2. Fertig. Ich könnte ihnen ja auch Namen geben, irgendwie speziell so Mount, Schlag mich tot oder so. Aber, naja, ist wurscht. Wir gehen kurz den mal anschauen, das Gebirge, weil ich will gucken, ob da oben jetzt vielleicht doch noch der Boss ist. Und wir nicht so weit fahren müssen. Das ist schon, wäre schon günstig. Also, bis gleich. Oh Leute, wir haben einen Steingolem angelockt, das war vielleicht keine gute Idee. Ich wollte nur wegen Obsidian fahren für ein paar mehr Pfeile. Tschüss. Okay, gut. Er folgt mir nicht mehr. Achso, es ist ein riesiges Gebiet, Leute. Unglaublich. Und ich habe gemerkt, ich bin ein Idiot. Wieso habe ich eigentlich einen Froschtrank rein? Unsere Rüstung bringt Resistenz gegen Kälte. Oder Eis? Also ich. Da steht also Eis. Ich schätze, es ist Kälteresistenz. Ich hoffe, wir brauchen den Trank einfach nicht mehr. Also, ich lasse den auch auslaufen. Wenn ich dann Gesundheit verliere, werde ich arg sauer sein. Aber alles gut. Ich sehe da einen Drache im Ding versteckt. Aber ist mir egal. Ich gehe. Tschüss. Ich brauche keine Dracheneier. Ich habe 3 in der Base. Also, ich frage mich zwar, wie ich die zum Boss transportieren soll, weil die wiegen insgesamt 600 Kilo. Aber jo, hey. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ne, jetzt gucken wir nur. Wir farmen nur wegen Obsidian, bis wir voll sind wahrscheinlich. Und ein Drache hat uns entdeckt, oder? Nett. Ich meine, ich hätte einen gehört. Aber okay, gut. Dann halt nicht. Oh, wir sind fast voll. Wir haben aber über ein Stack Obsidian. Also, hui, hui, hui. Pfeile, wir kommen. Was anderes habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ob ich Silber mitgenommen hätte, wenn ich es gesehen hätte? Ne, ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht 5 Erze mitnehmen und dann wäre ich voll. Also, das wäre wahrscheinlich auch nicht das Beste gerade. Nee. Silber holen wir uns wann anders mal, falls wir es brausen. Falls wir es brauchen, natürlich. Was ist das für eine komische Steinskulptur? Ist da irgendwas? Ja, hey. Selber schuld, ich muss es kaputt machen. Nur Steine? Ist hier unten irgendwas? Nee. Okay, gut, lass mal. Eieiei. Ist das Gebiet groß. Aber so wie es ausschaut, ist kein Boss da drauf. Willi? Hey, ich kann nur ein paar Düsen brauchen. Für Froschpfeile, also komm her. Ach, komm schon. Perfekt. Her mit deiner Düse. Wow, krass. Ja, geil. Und da kommt schon der Nächste, der wenig Spaß haben will. Ach, unsere Ausdauer, Leute. Unsere Ausdauer mal wieder. Ich will mir jetzt nicht zu voll fressen, ich will die Ausdauer eigentlich auf... Hä? Hattest du jetzt direkt durch seinen Kopf geschossen? Geile Hitbox. Aber okay. Ah, ich glaube, die 7 Feuerpfeile nehmen wir jetzt nur. Ach, komm. Gift und Feuer, das... Ja, perfekt. Gut, klasse. Gehen wir weiter. Oh, hier ist ein Drachenei. Oh, scheiße. Okay.
Ungünstig. Da unten ist eine Ebene, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Nee, nee, nee. Ja, okay, ich glaube, wir gehen wieder. Was steht denn auf dem drauf? Gibt's neue Lore? Neue Lore? Halte ein und hör zu, Reisender. Auf deinem höchsten Gipfel Valheims ist die Luft nur sehr dünn. Von hier aus kannst du manchmal die Klänge anderer Orte... Und schaltest mich... Ach, komm schon, du bist nervig, weißt du das? Ja. Und das war's. Gut. Perfekt. Du musst mich auch immer stören, echt. So, weiter. Hier kannst du Klänge anderer Orte vernehmen. Den Schall des Kampfes von Midgard, das Gebrüll der Festgelage von Valhalla, oder auch den Schrei einer Valkyrie, die gerade von einer in die andere Welt gelangt. What the fuck, was für Valkyrie? Ich bin doch eine Valkyrie, oder? Ich bin eine wunderschöne Valkyrie. Nee, nee, das Drachenei lass mal schön hier, ist mir egal. Okay, weiter im Kontext. So, Leute, so schnell sind wir wieder aus dem Portal draußen. Ich habe uns jetzt kurz ein paar Holzpfeile gemacht, weil ich habe gemerkt, das Einzige, woran wir jetzt eigentlich wirklich gerade hängen, sind Federn. Weil da wir ziemlich viele Pfeile benötigen. Das Gebirge ist jetzt, lass ich jetzt so, wie es ist, es war schön, aber bringt uns jetzt gerade nicht mehr. Falls ich mal irgendwas aus dem Gebirge brauche, wie wieder Silber, habe ich ein neues Gebirge entdeckt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal weiter zum Boss. Gucken wir mal, ob unser Boot noch heile ist. Ich hoffe es doch. Wenn nicht, kriege ich einen Anfall. Sollen wir mal wieder was fressen? Ah ja, komm. Einmal kann man noch voll machen. Und den Rest heben wir uns dann auf, für falls wir es wirklich brauchen. Juhu! Unser Boot ist noch heile. Oh, das tut mir leid. Hör auf damit. Immer die Unschuldigen. Bis dich. So, perfekt. Wir haben es geschafft und unser Boot ist noch ganz. Das freut mich doch. Wie viel ist es denn? Voll noch? Ja, easy. Easy. Wo ist das Ruder da hinten? Okay. Gut. Wir haben eigentlich keinen Weg zurückgelegt. Da ist nur Ebene, da habe ich auch kurz reingeschaut, aber ich bin, dürft zu wetten, gleich wieder draus verschwunden. Also ich will hier jetzt nicht meine Grenzen antesten, also hier jetzt nicht unbedingt. Das machen wir, wenn wir mal die Insel vom Boss erreicht haben, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht schon in der Ebene was reißen können jetzt mit unserer neuen Ausrüstung. Aber ich will erst die Insel vom Boss erreichen, dann bin ich mir da schon mal sicher. Kannst du geradeaus und hopp. Und ich finde es super nützlich, muss ich sagen, dass man weiter rauszoomen kann auf dem Boot. Au. Aua, das war schmerzhaft. Aber ich muss auch sagen, dass das Langschiff ist trotzdem ein wenig arg groß mit dem Segel. Also du siehst nicht groß drumrum. Du musst immer wieder die Kamera schwenken, um da schön dran vorbeizuschauen zu können. Also ich würde mir wünschen, dass man vielleicht am Langschiff vielleicht das noch ein wenig weiter rausziehen kann. Aber okay, jetzt fahren wir erstmal um die Insel rum und dann, sobald ihr wieder Seeschlange findet, lasst ihr euch teilhaben dran, Leute. Leute, geil. Guck mal, die Insel, die ist kein Deut groß, aber ein Dungeon hat sie, weißt? Die kleinste Insel hier drin hat halt ein Dungeon. Das muss ich einfach denken. Das ist so gut. Genau hier drin ist ein Dungeon. Finde ich geil. Ich wollte eigentlich nur kurz, weil wir sind gerade... Oh, warte mal. Ich habe gehört, ihr Raben gehört zu Odin. Oh, scheiße. Jetzt nicht mehr. Dankeschön. Und ich habe eigentlich extra Holzpfeile gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso ich die Feuerpfeile jetzt benutze. Da war nochmal ein Vogel. Das sind beide. Wow, hier sind so viele Vögel. Zack. Jo. 100 Holzpfeile. Gucken wir mal, wie viele Federn wir am Ende haben. Das wird auf... Ah, verdammt. Spawnt ihr hier immer neu? Dann könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang Federn farmen, aber... Sieht nicht so aus, nee. Also, wie gesagt, ich wollte gerade mein Schiff reparieren, weil ich bin da ordentlich gegen gedeppert, gegen so einen Stein. Ist wahrscheinlich nicht immer die beste Idee, volle Kanne zu fahren mit... Wenn man da auf Steine trifft, kannst du dich bitte bauen lassen, dankeschön. Zack, und schon ist wieder neu. Zack, wir nehmen das Holz wieder mit. Und dann gehen wir auch schon wieder. Oh, Leute, echt. Und jetzt haben wir die nächste Insel auf unserem Weg. Oh,
Oh Gott, also ich kann nicht verstehen, wie manche Leute ein Seed kriegen sollen, wo gar nichts drauf ist. Also, das kann ich irgendwie nicht verstehen. Ich habe hier alle paar hundert Meter habe ich eine Insel. Ich könnte ja auch mit voll Ausdauer wahrscheinlich nur rüberschwimmen. Aber krass, ja, es sind sehr viele Inseln, Leute, wirklich sehr viele Inseln. Ich könnte jetzt natürlich auf jede irgendwie so ein Ding hinstellen, aber naja. Wird sehr viele Sullingkerne verbrauchen, würde ich schätzen. Oh Gott, wie groß ist diese Insel schon wieder? Oh, jetzt müssen wir wieder ewig drum rumfahren. Oh Gott, ich sehe das Ende nicht. Oh Gott. Okay, Leute, bis später. Sobald. Ich schätze, ich werde euch, wie gesagt, wieder reinschalten, sobald wir bei Bossinsel sind. Bis gleich. Wuhu, Leute, Wellenreiten, richtig geil. Ist richtig geil, wenn du die Wellen richtig erwischen kannst. Ist fast wie Surfen. Oh, oh, da kommen noch ein paar, da kommen noch ein paar. Oh, jo. Ah, ja. Man kriegt gefühlt kriegt man einen ganz kleinen Geschwindigkeitsboost, wenn man auf einer Welle reitet, so in der Art. Gleich sind wir da, Leute. Wir haben es fast geschafft. Wir haben auf der... Also, das ist auch wieder eine riesengroße Insel, Leute. Hier ist auch wieder schon was riesengroßes. Das ist eine riesige Insel nach der anderen. Wir könnten uns theoretisch auch von oben einfach nach unten arbeiten, theoretisch. Also, wenn wir dann von der Bossinsel aus ein Portal aufstellen und dann einfach mit dem Floß oder mit der Kave, ist ja wurscht, was wir da mitnehmen oder machen, dann jeweils nach unten zu den Inseln. Ach, oh, das ist ja echt... Das ist ja unglaublich. Das sind so viele. Nein, das war nicht gewollt. Oh mein Gott, echt. Ich kann sie jetzt leider... Was ist das? Leute, seht ihr das oder ist das... Nur ein Grafikglitch oder ist das ein riesengroßer Bug oder what the fuck, was ist das? Der ist auch ist das unser Boss? Das ist unsere Bossinsel, Leute. Oh, habe ich jetzt, war das grafisch gerade etwas komisch oder habe ich da jetzt was verwechselt? Auf jeden Fall ist da hinten ein riesiges Nebelgebiet, so wie das ausschaut. Wir sind fast am Boss. Aber was heißt fast? Also wir brauchen schon noch ein wenig. So ungefähr. Es scheint doch nicht unsere Insel. Ach so, das war bloß der Ascht. Okay. Okay. Machen wir weiter. Leute, guckt doch mal. Perfekt. Perfekt. Nein, die Welle hat uns so schön angeschoben. Oh mein Gott, es hat so schön ausgeschaut. Ich hoffe, ich hab's so drauf geklaut. Oh, wieso muss jetzt Nacht werden? Nein, nein, ich will keine Nacht. Nebellande, hier sind Nebellande. Cool, Leute. Ich hasse Nacht und ich hasse Nebel. Mit dem Langschiff sowieso, weil dann siehst du wirklich kaum mehr vor dein Schiff. Das ist abartig. Da müsst ihr echt aussteigen, vorschauen, wieder zurück und ganz schnell handeln. Aber das ist halt auch beschissen, weil du kannst hier in dem Ding nicht weit schauen. Das ist einfach Schwachsinn. Okay, machen wir weiter. Noch mehr Nebellande. Bräuchte man auch ein Portal. Aber bei unserem dritten Boss ist ein Portal zur Nebellande. Also auf der Insel ist auf jeden Fall ein riesiges Stück Nebellande. Das ist unser Boss, oder? Wir müssen eigentlich direkt drauf schauen. Ja? Oder? Könnte doch sein. Bis jetzt keine Seeungeheuer mehr. Die wissen wohl, wer jetzt der Babo ist. Leute, wir sind da. Guckt doch mal. Und irgendwie ist hier unten schon Schnee. Hä? Oder ist das Ebene? Scheint Ebene zu sein. Oh, diese scheiß Moskitos. Vorsicht. Okay, es hat nur ausgeschaut, als wäre da Schnee. Ist es jetzt... Es sind so viele Birken, das ist eine Ebene. Ja, ja, ja. Lass mal rumfahren. Lass mal rumfahren, da ist Sumpf, ist auch scheiße. Verdammt. Ja, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch einen guten Anlegeplatz suchen, gell, der jetzt nicht unbedingt im Sumpf oder in der Ebene ist. Also, Schwarzwald wäre noch okay.
Grasland ist perfekt. Alles andere ist ein wenig ungünstig, würde ich sagen. So, Leute, jetzt bin ich ganz rumgefahren. Es ist wieder mal eine riesige Insel, echt. Eine riesige Insel, ich weiß gar nicht, wo ich da anlegen soll. Es ist überall Sumpf, Sumpfebene, alles. Es ist Nebellande, überall. Das Einzige, wo ich anlegen kann, ist ein Schwarzwald auf der ganz anderen Seite. Und ansonsten ist hier wirklich keine Chance. Ebene, vergiss es. Ich habe schon wieder zwei... Oh, du Gott, da ist schon wieder der nächste Moskito. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie. Mein Boot ist auch schon wieder beschädigt. Oh, ich hasse diese Moskitos. Das sind Suicide-Moskitos. Die fliegen auch einfach in mein Boot rein und dann... war's das. ein paar nerven mich auch, muss ich sagen. Aber ich habe inzwischen nicht mehr so viel Angst vor denen, muss ich sagen, weil wir machen die mit einem Hieb. Mit unserem Silberschwert. Also von was ich, von Moskitos, die sich wirklich auf mein Schiff dann getraut haben im Endeffekt. ja. Also wir könnten mal versuchen, die Ebenen durchzustreifen das nächste Mal. Aber jetzt lass uns erstmal ganz hier rum und hier in den dunklen Wald. Am Nimmerf, oder was ist hier? Hier ist hier, hier. Alles Nebellande. Alles Nebellande. Also müssen wir hier in das dunkle Waldstück. Nein, oh. Ja, das wird eine Weile dauern, Leute. So, Leute, wir sind angekommen. Also ich habe hier mal einen guten Punkt. Hier werden wir unsere Ding draufsetzen. Einfach, das machen wir jetzt gleich. Zack, 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 zack. Perfekt, haben wir alles. Wollen wir das noch schnell reparieren. Perfekt. So, dann haben wir es geschafft. Wir sind zwar jetzt eigentlich auf der genau entgegengesetzten Seite von unserem Boss, was mir gar nicht gefällt, aber und ich glaube, ich werde das alles nochmal mit einer Holzwand befestigen hier. Also wirklich nochmal eine feste Holzwand, einfach zwei, drei Dinge hier. Vielleicht ein kleines Ding hier drum bauen. Ich gucke mal, wie. Ich weiß, ich habe nicht viel Holz, aber es sollte eigentlich reichen. Nur 8 Federn inzwischen eingesammelt. Okay, Leute, wir sehen uns wieder, sobald das kleine Häusle fertig ist. So, Leute, wir sind eigentlich fertig. Ich hoffe, das reicht. Wir haben auch kein Holz mehr. Zum Glück, das letzte Teil ist gerade noch fertig geworden. Also, ich schätze, das sollte reichen. Also, okay, wenn ein Troll kommt, ist sowieso wurscht. Dann ist sowieso alles am Arsch. Aber ich hoffe mal, das reicht. Und das Wasser steigt manchmal so hoch, dass es über diesen ganzen Stein geht. Ich hoffe, das macht nicht irgendwie extra Damage, Leute. Das wäre richtig scheiße. Also, das wäre richtig scheiße. Ich... lass mein Boot jetzt erst einmal hier? Nee. Oder bringen wir es jetzt gleich zurück? Könnten wir ja auch, gell? Gleis Boot zurückbringen, dann wäre das wenigstens in Sicherheit. Obwohl, das doch hier auch in Sicherheit. Aber hier kommt auch nichts. Hier kommt auch nichts. Ansonsten, na, wir haben ein Portal. Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück, Leute. Also, wir sehen uns wieder, sobald ich am Boss-Porter bin. Also, ich werde sowieso hier noch ein paar Sachen einsammeln. Easy. Zack, zack, zack. Was wir so brauchen. Oh Gott, hör auf. Ja, okay, wir haben keine Ausdauer mehr. Also, es ist ein wenig. Oh, zwei Schläge, nice. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. So, gut. Geh mal weiter. Leute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Leute, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Ich will da nicht hinlaufen. Leute, ich will da nicht hinlaufen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, ja, das war ja logisch, dass du kommst, aber das ist okay. Du darfst kommen. Aber, Alter... was ist das? Oh mein Gott, jetzt kommt da noch so ein Drache. Scheiße. Reg mich nicht auf, du Xindel. Du Dreckigs. So, aua. So. Ah, den Drachen auch noch. Drachennester sind hier wahrscheinlich... oh Gott, der ist da oben. Sind das zwei? Oh, das sind gleich zwei. Leute, das schaut aus wie Werwölfe. Ich sag's ganz ehrlich, es schaut aus wie Werwölfe. Ich glaube, wir sollten futtern.
Ich glaube, wir sollten futtern und wir haben kein Met dabei, kein Heilmet. Oh Gott. Oh, ich habe keine Ahnung, wie viel die Neihauen, Leute, aber ich glaube, es ist sehr viel. Aber wir haben Silberschwert dabei. Das muss doch die perfekte gegen. Das ist auf jeden Fall ein Werwolf. Hundertprozentig ist es ein Werwolf. Ein Fenring. Oh mein Gott. Jo, wir haben ihn. Da! Da, wir haben ihn! Jo, voll geil, voll geil! Der droppt nix. Wolfszahn? Really? Ich dachte, der droppt jetzt irgendwas Besonderes, aber ja, okay. Also er hält schon gut was aus, also. Puh. Das ist sowas wie ein Berserker für die Gebirgspfade, könnte man sagen. Komm her, aber sonst niemand anders, bitte. Danke. Springst du mir an? Ja. Ah, gut. Fuck! Yes! Yes! Kannst du bitte aufhören? Dankeschön. So. Wieder nichts Spezielles. Schade, Leute. Schade. Oh Gott. Jetzt kauft er, droppt irgendwas Spezielles, aber. Oh! Das gibt's doch nicht. Wie viele von euch. Na, oh, natürlich. Natürlich kommt jetzt der Steingolem da hinten. Oh. Wir haben noch einen weiten Weg, glaube ich. Oh Gott, wir sind so weit weg gleich. Oh Gott, okay, Leute, wir sehen uns, sobald ich da bin. Es wird noch ein Haufen Drachen und Wölfe kommen. Oh Gott, ich höre schon wieder ein. Ah ja, mein Gott, bis gleich. Okay, Leute, wir sind ein wenig am Arsch, weil wir müssen anscheinend durch den Nebelhain hier durch. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als wirklich hier durchzulaufen. Oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht, Leute. Es gefällt mir absolut gar nicht, hier durch den Nebelhain durchzulaufen. Hier sind viel zu viele Spinnennetze für meinen. Oh Gott, wie, es kommen irgendwelche riesige Spinnen, dann rascht die aber aus. Uralte Wurzel. Ganz ehrlich, ich habe alles dabei, her damit. Hat das überhaupt was gemacht? Da steht zwar uralte Wurzel, aber es sieht nicht aus, als ob ich dem. Hä? Wieso steht da extra uralte Wurzel, aber ich kann es nicht wegmachen? Ist meine Axt zu scheiße? Brauche ich so eine richtige Axt? Oh Gott, was sind das? Oh, scheiße, Alter. Nein. Nein, was ist das? Was ist das? Muss ich mehr nach oben schauen? Ich will nicht nach oben schauen, Leute. Ich will nicht nach oben schauen. Ich hab nicht gemeint, dass ich ein Horrorspiel spiele. Oh mein Gott. Okay. Auch nix, gut. Okay, gehen wir weiter. Tanne, okay. Wo müssen wir lang? Wir müssen zu. Ich laufe durch den genau falschen Weg. Natürlich mache ich jetzt auch noch einen Umweg durch diesen Scheiß. Oh, ich muss meine Minimapper wegen größer machen, genau so. Dass ich wenigstens den Boss sehe, dass ich weiß, wohin laufen muss. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Was ist das? War das ein Totenschädel? Ich glaube, das war das Totenschädel, ja. Okay. Ich hätte vielleicht meine Wünscheroute mitnehmen sollen. Jetzt, da wir eh schon durch den Nebelhain laufen, aber. Nee. Bitte lass die Spinne nicht größer sein als ich. Nicht größer als ich. Oh Gott, hä? Wo müssen wir jetzt hin? Hä? What the fuck? Okay, ich glaube, da fängt wieder das Gebirge an, Leute. Okay, okay, gut. Gar keine Gegner im Nebelhain? Ist das noch frisch? Wird das noch gemacht? Naja, ist okay für mich. Ist okay, ich sag gar nichts. Keine Gegner, voll geil. Theoretisch könnte ich jetzt noch mein Portal einstellen, aber sobald hier Gegner reinkommen, wäre das wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja. Ich habe mir schon überlegt, ob wir uns nicht irgendwie eine Höhle bauen, aber eine Höhle ist immer schwierig. So unterm großen Stein vielleicht in der Nähe von unserem Boss, dass wir da ein Portal errichten, aber das Dumme ist, ich habe jetzt auch irgendwie vergessen, Edelholz und alles mitzunehmen. Also ich hätte das alte Portal, wenn dann mitnehmen müssen. Aber ja, gut. Wir sind gleich am Boss, Leute.
Ist ja okay, hey, solange wir durch den Nebelhain sauber durchlaufen können, habe ich kein Problem damit. Kein Problem. So, Leute, wir sind jetzt am Boss. Wir haben es endlich geschafft, unser langer Weg. Das war auch wieder scheiß Abhang, den wir hier hoch haben laufen müssen, aber hey, wir sind oben, oder? Ist er das? Ja, also ich werde hier auf jeden Fall irgendwo in der Nähe ein Portal aufschließen. Ich habe keinen Bock, hier die ganze Insel durchzu. Ihr bei. Ah, scheiß falsche Waffe. Tut mir leid. So, seid ihr jetzt zufrieden? So. Oh, jetzt kann ich nicht mehr hochkommen. Schon jetzt. Nein. Okay, gut. Oh. Echt jetzt? Ach, da ist ein Spawner. Unsere Ausdauer regeneriert sich gefühlt, aber trotzdem sehr langsam, obwohl wir eigentlich kein Debuff haben. Was mich ein wenig stört. Aber hä, hier soll doch der Boss sein. Wo ist der Boss? Hä? Oder da oben? Ist er da oben? Was hat denn das hier zu suchen? Snack gerade schön neben dem Boss. Aber könnte ich ja als hier Gebäude verwenden, theoretisch, wo ich raufsteigen kann und sonst wo. Also. So. Wir brauchen eh Wolfsleder, also scheiß drauf. Oh Gott, dieser Schneesturm, echt. Wo ist der Boss jetzt? Willst du mich verarschen? Leute, ist er das da oben? Er muss da oben sein, weil sonst. What the fuck? So ein versteckter Boss. Er muss das sein eigentlich, weil so. Ich weiß. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Und tatsächlich muss ich drei einzelne Eier hierher bringen. What the fuck? Okay, ich glaube, das erste Ei kann man hier gleich irgendwo, weil. Das sind ein Haufen Drache, Leute. Also da dürfen wir jetzt ein wenig Düsen farmen. Wo ist der andere? Ist der schon tot? Ja, der ist schon tot. Gut, okay, das war Holzpfeil, egal. Alter! Was soll denn das? Vier Drachen? Wirklich? Ist doch sicher. Sag ich doch, hier ist ein Drachenei. Was sag ich? Ah, scheiße. So. Sag doch, hier ist ein Drachenei, Leute. Hopp. Einmal. Tot? Ja, ist schon tot. Gut. Also, wir nehmen das Drachenei. Du trägst zu viel. Das kann gar nicht sein. Ich hab doch eigentlich gar nichts dabei. Das Holz wiegt 20, leg mal das schnell ab. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja gut, haben wir ein Ei gleich. Perfekt. Zack. So. Jetzt brauchen wir drei davon. Glaubst du, hier ist ja noch mehr als nur ein Nest? Bei vier Drachen? Könnte doch sein, oder Leute? Ja, wie gesagt, das mit der Höhle graben und so, da müssen wir uns halt einen guten Platz finden, weil der muss halt irgendwo geschützt sein vor Drachen und geschützt sein vor Steingolems. Unter dem zum Beispiel, da wäre hier nur so ein kleiner Eingang. Warte mal. Leute, ich zeige euch schnell, was ich meine. Vielleicht mache ich das jetzt hier gleich fertig, dass wir hier schnell so ein Safe Haven haben eigentlich. Dass wir hier nicht die ganze Zeit von Drachen angegriffen werden. Leute, jetzt haben wir gerade so einen Steingolem gehabt. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe die Taktik für den und dann switchen und dann zack und zack, weg ist er. Oh. War zwar knapp jetzt, aber okay, lassen wir mal so. Lassen wir mal so stehen. Gucken wir gleich mal, ob hier oben irgendwas ist. Nope, natürlich, wie immer, nichts enttäuschend. Pah, scheiße. Okay, wir wollten eigentlich nur ein wenig Holz sammeln. Gerade scheiße, jetzt habe ich meine Base verloren. Das ist jetzt ein wenig ungünstig. Ich hätte einen Markanei machen sollen. Ich weiß, Leute, ich war auch kurz davor. Ich wollte nur ein paar Tannen farmen. Und jetzt habe ich meine Base verloren. Verdammt. Ja. Ich habe. Da oben ist sie. Jetzt. Ach, gut. Huch. Ich sage ja, ich bin nicht weit weggegangen.
Das wäre jetzt eine Katastrophe gewesen, hätte ich jetzt meine Base verloren. Hätte jetzt nochmal eine machen dürfen. Nee. Also, so sieht das jetzt aus hier. Ich habe hier nur ein kleines Dach drüber gebaut. Hier einen kleinen Stein rein. Also, mehr machen wir auch gar nicht. Mal hier, zack. Ich weiß, manche Leute machen sich für jedes Portal und so schönes Gebäude, Verteidigungsmauern, was weiß ich. Aber ich bin damit zufrieden, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Hier wird kein Wolf oder sonstiges mehr durchkommen. Gut, komme ich dadurch, ist jetzt nur die Frage. Ja. Nein. Okay, wir müssen da wegen weiter aufmachen. Nein. Bist du eigentlich geistig? Jetzt da. Und nochmal. Perfekt. Okay, jetzt können wir da rein und rauslaufen. Das heißt, wir machen jetzt uns nochmal so einen verdammten Marker hier hin. Wir können eigentlich gleich so einen Portalmarker hier hin machen und sagen, das heißt dann Futterboss. So wollen wir den nennen. Jetzt müssen wir nur noch genau hier hin ein Portal hinstellen. Was wir uns natürlich erst mal holen werden jetzt, Leute. Oh Gott, natürlich, nachdem wir diesen Scheiß... Oh, weißt du, ich habe schon wieder zu viele von dir platt gemacht. Nur die ganzen Düsen noch nicht eingesammelt. Komm her. Perfekt. So, Leute, ich werde jetzt schnell diesen Teleporter holen. Von drüben. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Leute, es ist passiert. Es ist passiert. Ja. Der Wolf hat uns gekillt. Eigentlich gar keine schlechte Idee, weil in dem Sinne ist das eigentlich eine Abkürzung für uns. Wir müssen eigentlich nur das Portal wieder abreißen und dann haben wir's. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Wieso bin ich eigentlich nicht früher auf die Idee gekommen? Ah ja, weil es eigentlich nicht so gut ist, weil wir sonst zu viele Punkte verlieren. Aber ja, okay. Diesmal ist es okay. Jetzt erstmal vorher noch was, dass wir genug Ausdauer haben. Dass wir nicht mitten auf dem Bug dann... Zack, zack. Und weil wir keine Ausrüstung haben, brauchen wir einen Froschtrank. So, gut. Gehen wir. Und einen Hammer, um das Portal abzubauen. Wir haben keinen Hammer. Wir haben aber Holz. Nein, wir haben auch kein Holz mehr. Okay, wir holen uns im Schwarzwald, wo wir da hingehen, dann jetzt dann Holz. Ich hab irgendwie aus den Augen verloren, wie weit ich noch weg war. Aber so weit kann ich gar nicht mehr weg gewesen sein. Gucken wir mal. Gucken wir auch mal, ob unser Ding noch steht. Schiffle. Unser Schiffle steht nur. Yes. Gut. Okay. Wir sind hier. Hopp. Zu mit dir. Und unsere Leiche ist minder weit weg, Leute, würde ich sagen. Was brauchen wir denn nochmal zum Craften? Hallo, ich will craften. Hammer brauchen wir 3 Holz und 2 Steine. Jo. Machen wir gleich haben, Schatzi, oder? 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 Ja, hi. Oh, ja. Da liegen Stein und Holz, würde ich sagen. Perfekt. Perfekt, wenn sich so ein paar Grauzwerge bekämpfen, das ist immer schwer. Skelett kannst du bitte nicht... Geht, kannst du bitte verschwinden jetzt erstmal. Das ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, würde ich sagen. Wir wollen ja auch bloß hier, zack, gehen wir rein. 1. Nein, okay, ist ja wurscht. Haben wir alles dabei, was wir brauchen? 10 Augen, 20 Holz, 2 Soulinkerne, perfekt. So, den nehmen wir jetzt mit, nehmen unsere Leiche auf den Weg zurück und dann sind wir an der neuen Base und setzen da erstmal unseren Teleporter wieder neu. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt fast wieder an unserer Leiche. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der... Wolf und der Drache, der da ist, uns nicht killt jetzt. Also, oh, da ist auch noch ein Steingolem. Ist es dein Ernst? Wo ist unsere Leiche? Da oben irgendwo? Ist ja okay. Am besten mit voller Ausdauer an die Leiche gehen. Oh, aber ich muss springen die ganze Zeit. Hä? Wo ist... Hä? Hä? Bin ich blind? Ah, da hinten, okay. Okay. Okay, wir gehen jetzt über diesen Stein hier, über den Felsen, hier runter. Aua, das tat weh. Alles bergen. Auf jeden Fall mal das hier anziehen. Das ist das Wichtigste erstmal.
Als nächstes kommt Waffe und Schild. Das auch anziehen, bitte. So. Und jetzt erstmal alles rüber, was geht. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Was kann man nicht mitnehmen? Also. Auf jeden Fall, die Tannenzweige sind mir egal. Die Knochen sind mir egal. Der uralte Samen ist mir egal. Genau. Und die Trophäe ist mir eigentlich auch vollkommen wurscht. Gut. Okay. Wir haben alles. Wir tragen zu viel. Wow. Weil wir 50 Steine inzwischen dabei haben. Keine Ahnung, woher 50 Steine kommen. Okay, ich habe den Stein abgebaut. Ja, okay, klar. Okay, ich hatte viele Steine. Also, Leute, wir sehen uns an der Base. Komm her. Komm. Ich glaube aber, die wurden gepatcht. Also, es ist... Komm her. Komm her. Komm her. Bats, den Hammer. Und wir haben endlich neue Pfeile. Okay. Krass, wir können Pfeile draus machen. Oh mein Gott. Ja, aber es ging eigentlich vom Angriffswert her mit der Rüstung. Oh, Leute. Die nächste Probe. Okay, Kobolde sind nicht effektiv gegen Schlitzen. Nicht effektiv gegen Schlitzen. Okay, gut. Auch nicht wirklich... schwach gegen Ding. Ich brauche andere Pfeile, Leute. Welche haben wir gerade ausgerüstet? Die normalen Holzpfeile. Kein Wunder, dass die keinen Schaden machen. Komm, 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 komm. Oh, verdammt. Daneben. Jo, du kriegst auch noch einen ab. Sind schon wenig besser, aber sind jetzt nicht die Lösung. Oh Gott. Okay, okay. Ah, irgendwie muss ich jetzt in den Tümpel. Oh, Leute, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Das wird nicht gut ausgehen. Ich habe keine Ausdauer hier, um hier rum zu schwimmen jetzt. Fuck, Leute, das wird scheiße ausgehen. Wir haben keinen Teleporter mehr. Wir haben keinen Teleporter mehr. Okay, anscheinend haben die Kobolde auch Probleme. Die Kobolde haben auch Probleme. Vielleicht muss ich meine Froschpfeile ausrüsten, Leute. Das geht nicht. Jo! Der war gut. Der war klasse. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist doch scheiße. Okay. Aber wir müssen kurz warten. Kurz warten. Wir nehmen den auf jeden Fall nur mit. Jetzt haben wir uns schon angeschossen, also... Ach, zu hoch, verdammt. Yes. Und er stirbt am Gift, oder? Er sollte am Gift sterben. Nein, echt jetzt? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So, tot. Gut, wir holen uns was, die droppen. Zweimal Schwarzmetallschrott. Oder mehr sogar. Um einiges mehr. Oh mein Gott, was haben die gedroppt? Wir haben gar keinen Platz mehr. Puh, lass mal die drei Disteln da, würde ich sagen. Münzen, ach so. Ah, die droppen Münzen. Langweilig. Ich will hier hoch und dann will ich am besten zu unserer Base jetzt. Herrgott, das war schon wieder so viel los. Und da vorne warten schon wieder die Nächsten auf mich. Ich muss... Der vorherige Weg, den ich gegangen bin, war irgendwie sicherer, Leute, muss ich sagen. Und damit ist unsere Base hier in den Bergen fertig. Hey, wir haben was so ähnlich ist wie eine Höhle. Ich habe hier jetzt auch nochmal eine Kiste hingesetzt. Erstens für das Zeug, das wir nicht teleportieren können. Und wir haben ja diese Nadel noch. Müssen wir mal gucken, was wir damit für Pfeile machen können. Und da wir diese Eier ja nicht teleportieren können, was mir jetzt dann auch aufgefallen ist. Ja, wir hätten die vielleicht mitnehmen sollen. Tja, Pech gehabt. Wir werden aber gucken, dass wir... Da ist ja zum Glück ein Drachennest in der Nähe. Wir werden mal gucken, dass wir von Zeit zu Zeit immer wieder dahin gehen, so ein paar Tage... Und mal gucken, dass wir da die Eier immer wieder an den Boss bringen. Dass wir dann in der nächsten Folge vielleicht mal gucken können, dass wir den Boss beschwören. Weil ich schätze, für hier mache ich mal Feierabend, Leute. Ich werde noch gucken, dass mein Boot wieder rumkriegt. Ich werde mal gucken, dass wir die Farmen noch machen. Ich muss meine Wildschweine noch füttern. Oder haben die noch was? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber es sind schon eine ganze Menge. Finde ich klasse, Leute. Es spawnen nur leider so keine einsterne Wildschweine. Finde ich relativ schade, aber ja. Es sind schon Haufen. Es sind schon Haufen. Ich könnte da jetzt auch einfach was reinschmeißen nochmal. Ein paar sind bestimmt nicht schlecht. Zack, hier. Ich weiß halt nicht, verhungern die irgendwann? Leute, wenn ihr das wisst, gerne. Ich bin gerne offen für Tipps. Wenn ihr wisst, ob die verhungern, außer ich schaue selber irgendwann nach. Klar, unsere Karotten und drüben sind jetzt auch dann bald fertig.
wir sind schon ziemlich weit, Leute. Wir sind schon ziemlich weit. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gibt's ein Like. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ansonsten macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus!